Fabian Geyer, Pressesprecher Feuerwehrlandkreis Karlsruhe. Die Feuerwehren aus Markus und Brunau wurden hier heute am Montagnachmittag gegen etwa 14:30 Uhr auf die BAB 5 Fahrtrichtung Norden alarmiert. Kurz vor dem Kreuz Walldorf kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen und zwei Pkw. In den zwei Pkw sind mehrere Personen eingeklemmt. Die Feuerwehr hat, bzw. die Einsatzkräfte haben die Lage vorerst erkundet beim Erstantreffen, haben dann festgestellt, dass eine Person noch lebt in einem hinteren Fahrzeug. Diese konnten wir schwer eingeklemmt aus dem Fahrzeug befreien. Des Weiteren haben wir hier eine unklare Anzahl an Todesopfern, die wir bislang aber noch nicht bestätigen können. Und dies wird aber erst dann im Laufe der Bergung sicher herausstellen, wie viele Todesopfer wir dann letztendlich auch haben. Die Feuerwehr ist aktuell mit 30 Einsatzkräften und 2 Rüstzügen im Einsatz. Der Rettungsdienst ist mit zahlreichen Rettungsfahrten, Notärzten, auch über die Luft mit Rettungshubschraubern und organisatorischen Leitern vor Ort. Warte mal kurz, ich sitze wieder drin. Ich habe mich auf die Zeitung. So, rüber. Die Feuerwehren aus Markus und Corona wurden hier heute einen stärkeren Verkehrsunfall auf dem Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr alarmiert. Auf die genaue Anzahl an den Insassen und Pkw sagen, wir haben aktuell eine Person schwer eingeklemmt aus dem mittleren Fahrzeug retten können. TV.